unglaublich. Ja. Ich kann es nur immer wieder betonen. Ja. Großes Kompliment an meine Mannschaft für die Bereitschaft, für den Willen, wirklich das Letzte für das Team zu geben. Herr Ladl, Sie haben in letzter Zeit häufig von Highlights gesprochen im Vorfeld von Spielen. Auch dieses Spiel am Samstag wird ja aller Voraussicht nach ein Highlight werden. Für uns ist schon das Wochenende immer ein Highlight, wenn wir spielen können. Jetzt ist es natürlich die Tabellensituation so, dass es wieder ein absolutes Topspiel ist, ja, 1-3. Ja, erstmal glaube ich, dass wir überhaupt gar keinen Druck haben, sondern dass schon da eher der Druck auf der Bochumer Seite liegt, weil die wollen unbedingt hoch und für uns ist das Ziel, 50 Punkte zu holen. Also haben die mehr Druck als wir. Es ist kein Endspiel, ja, wir spielen den 24. Spieltag. Ja, gute Mannschaft Bochum. Ne? Uns war klar, dass sie eine gute Mannschaft haben und man hat das ja auch gesehen. Die hatten auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Letztlich haben sie durch diesen Elfmeter gewonnen. Ich glaube einfach, dass das ein Spiel ist, was normalerweise unentschieden ausgehen muss. Aber gut, Bochum hat natürlich auch eine gewisse Qualität und dann muss man das auch manchmal respektieren, akzeptieren. Aber es hat mir schon, gerade nach dem Hannover-Spiel, hat mir das natürlich schon auch ein bisschen wehgetan, weil wir hätten da die Möglichkeit gehabt, glaube ich, die zu überholen. Ja, wir haben nie aufgegeben, wir haben immer alles versucht. Wie ich es eingangs schon gesagt habe, ich glaube, man hat die Mentalität und den Siegeswillen auch heute wieder erkannt. Und wir ärgern uns heute, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, aber ja, es geht weiter. 43 Punkte, ja, spielen bisher eine hervorragende Saison und da wollen wir jetzt im nächsten Spiel weiter dran ansetzen. Dankeschön. Letzte Frage gehört Martin Moravec von der dpa. Hast du Sorge, dass diese Niederlage deiner Mannschaft einen Knacks verpassen könnte? Knacks, warum und Knacks? Wir haben 43 Punkte, die Jungs spielen eine überragende Saison. Wir haben noch ein paar Spiele vor der Brust, da gibt es noch einige Punkte zu holen und wir werden auch noch ein paar Punkte holen. Ich habe es gesagt, wir sind enttäuscht, klar, weil wir ein Spiel verloren haben. Wir haben kein Finale gespielt, ja, wir haben ein Spiel verloren. Nach 8 Spielen, in denen wir ungeschlagen waren und jetzt gilt es einfach für uns eine neue Serie dran zu setzen und Enttäuschung gibt es nicht. Ja. Nochmal, wir spielen bisher eine sehr, sehr gute Saison und auch nochmal an der Stelle, ich glaube, es gibt wenige Pressevertreter, die uns nach 24 Spieltagen auf Platz 3 gesehen haben. Ja. Wenn ich die Berichte nochmal, um das Ganze zurückzuspulen und die Beurteilung meiner Mannschaft vor der Saison gesehen habe, dann würden wir laut deren Urteilsvermögen aktuell auf einem der unteren drei Plätze stehen. Und deswegen, für uns gibt es keine Enttäuschung, nur die Enttäuschung, dass wir das Spiel heute verloren haben. Und die Jungs spielen eine super Saison und wir werden die auch richtig gut zu Ende bringen. Auch das war wirklich eine echt eine Demonstration eigentlich der Überlegenheit. Ne? Und das sind ja alles gute Mannschaften, muss man ja echt sagen. Es ist ja nicht so, du gehst da hin und spielt sie an die Wand, aber es war halt so, ne? Und auch da haben wir einfach zu lange gebraucht, um den Deckel drauf zu machen. Aber wichtig war, dass wir die Spiele gewonnen haben. Und auch da hat man gemerkt, ja, dass die Mannschaft einfach unbeirrt ihren Weg geht. Ne? Ja, war ein ganz komisches Spiel. Wir hatten den Rasen neu verlegt. Er war sehr trocken, der Platz. Das kam natürlich in Nürnberg ein bisschen entgegen, weil wir schon eine Mannschaft sind, die ein hohes Passtempo hat. Der Platz aber schon ein Stück weit auch den Ball auch immer gebremst hat und wir gar nicht so in unser dynamisches, schnelles Spiel gekommen sind. Ich glaube schon, dass wir das gut gemacht haben, aber ja, wir haben irgendwann mal die Fahnen verloren. Nürnberg ist besser ins Spiel gekommen und deswegen haben sie dann auch verdient, vielleicht auch 2-1 geführt. Aber dann muss ich auch sagen, was dann in den Jungs nochmal ja, vorgeht, nach dem schweren Auswärtsspiel am Mittwoch in Regensburg. Ich habe das ja auch direkt nach dem Spiel schon angesprochen. Mit 125 Kilometer in den Beinen aus Regensburg heute wieder fast 4 Kilometer mehr zu laufen als der Gegner, dann ist es auch verdient, dass wir das 2-2 dann noch kurz vor Schluss machen. Aber auch da wieder Mentalität, Charakter, Glaube und ja, wir haben das 2-2 gemacht, Luca Flanke, Kopfball Dixon war wieder da und 2-2 und wir waren natürlich überglücklich, dass wir das Derby nicht verloren haben, weil es war jetzt auch nicht so, dass Nürnberg jetzt haushoch überlegen war. Also ich glaube, dass wir hier in Fürth
alle zufrieden sind mit dem bisherigen Saisonverlauf und mit den bisherigen 47 Punkten. Wir werden die nächsten Wochen nach wie vor unter den Top 5 sein. Ja, wir haben uns ein bisschen ein Polster erspielt und deshalb sind wir gut gelaunt, gut gestimmt. Ja. Wir hätten das Spiel natürlich gerne heute gewonnen. Da brauchen wir ja auch nicht drüber sprechen. Aber wir haben jetzt 47 Punkte. Wir sind immer noch auf Platz 3 und wir haben ein Ziel vor Augen. Und das Ergebnis bedeutet, dass wenn wir ein sehr, sehr gutes Spiel in Heidenheim machen und gewinnen, dass wir dann auf unser Ziel von 50 Punkten kommen. Es war ja unfassbar, wenn du auf der Tribüne bist, ne, und die Überlegenheit und diese Torchancen siehst und im Grunde genommen den Heidenheimer fast gar nichts zugestanden hast. Zu Hause, also die Heidenheimer zu Hause, und die haben im Grunde genommen null Chance gehabt. In der zweiten Halbzeit haben sie gar keine Chance mehr gehabt. Dann war es natürlich eine brutale Erlösung, dass Emil da in diese Ecke reinfliegt und der Maxi Bauer da steht und das Ding reindrückt. Und dieser Siegeswille, diese Entschlossenheit, die haben wir halt einfach dann auch gehabt über die ganze Saison. Da kommen wir gleich noch zum nächsten Spiel dann irgendwann. Und das ist genau das, was uns ausgezeichnet hat, dass wir einfach den Glauben hatten, diese Überzeugung hatten und auch das gewollt haben auch. Gegen Heidenheim war es wieder schwer, ein Tor zu erzielen. Warum ist das so? Ja, warum ist es so? Zum einen ist es die heimstärkste Mannschaft der Liga, zum anderen haben die eine gute Qualität in ihrem Kader und als i-Tüpfelchen haben sie auch noch einen sehr, sehr guten Trainer. Und deshalb tut man sich hier schwer und nachfolgende Gegner werden es genauso schwer haben wie wir heute. Trotzdem glaube ich, dass wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, war das mit Abstand unser bestes Spiel, seitdem ich Fürth-Trainer bin gegen Heidenheim. Und endlich auch der erste Sieg und wie ich es schon gesagt habe, auch verdient. Mehr Aufstiegsform geht nicht, oder? Ich glaube schon, dass es uns, oder ich glaube nicht nur, sondern ich bin davon überzeugt, dass dieses Spiel, diese Art und Weise, wie wir heute hier gespielt haben, mit welcher Kompaktheit wir aufgetreten sind und mit welcher Energie, und du gewinnst dann dieses Spiel hier in Heidenheim, dass uns das natürlich nochmal Selbstvertrauen gibt für die restlichen 7 Spiele. Aber das ist noch ein weiter Weg und wir haben immer davon gesprochen, schon zu Saisonbeginn, wir wollen uns keine Limits setzen und keine Grenzen setzen. Und genau so wollen wir das Ganze weitermachen. Und dann werden wir in 7 Wochen sehen, wo uns das hinführt. Die Darmstädter, wie gesagt, haben dann relativ effektiv dann auch das 1-0 gemacht in den zweiten Minute oder was weiß ich. Und irgendwie kurz vor der Halbzeit in der 40. glaube ich, irgendwie ist 2-0 mit dem zweiten oder dritten Torschuss. Aber wir selber waren ein bisschen nervös. Ne? Wir waren. Und trotzdem, nach diesem 2-0 haben wir irgendwie noch 200%ige vor der Halbzeit durch Howie und ich weiß gar nicht, und durch Segu, der gegen Pfosten geht. Und dann gehst du in die Pause und dann denkst du, Mensch, na, heute macht so ein bisschen der Kopf vielleicht ein bisschen nicht mit. Und du kommst aber raus und spielst wieder nur auf ein Tor. Ich meine, gegen Darmstadt 8-9 spielst du nur auf ein Tor und gleichst aus zurecht und hast ja mit dem dicksten Abseitstor noch eigentlich das Spiel komplett gedreht, 3-2, wo, glaube ich, die Brustwarze vom Dixon irgendwie im Abseits stand. Also es war wirklich super knapp. Und du siehst, ey, das ist unfassbar, auch gegen so einen schwierigen Gegner, dass du da zurückkommst und wirklich auf verdientermaßen und eigentlich fast gar nichts, wir haben ja nichts mehr zugelassen. Und du gespürt hast, ne, dass die Darmstädter nachher froh waren, dass das Spiel zu Ende war. Ne, weil wir irgendwie in der 80., 85. immer noch nach vorne gespielt haben. Das war einfach unglaublich. Man hat in der zweiten Hälfte gesehen, warum wir die ganze Saison über jetzt unter den Top 5 eben stehen. Ja, Braunschweig war sehr souverän. Du hattest aber auch den Eindruck, dass Braunschweig sich schon fast gar nichts ausgerechnet hat, als sie angereist sind. Ne? Also diesen Respekt hast du dann schon beim Gegner fast gehabt. Ne? Also wir haben es dann aber auch sehr gut gespielt, muss man sagen. Sehr erwachsen, sehr ruhig. Dann auch die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und letztlich irgendwo auch hochverdient gewonnen. Ich glaube, wir haben sie überrollt, die ersten 25, 30 Minuten. Und das war eins der Spiele, wo man sagt, okay, das war auch relativ ruhig. Also das war nicht ganz so dramatisch, muss man sagen. Fabian Istl vom Kicker verbleibt die letzte Frage. War die dominante Leistung ein Auftritt ganz im Zeichen einer Spitzenmannschaft? Ja, ich finde, dass wir auch in der Vergangenheit sehr gute Spiele gemacht haben, auch dominante Spiele gemacht haben. Und das einfach das Gesicht meiner Mannschaft ist, dass sie schon über die ganze Saison hinweg
zeigt. Heute freuen, morgen nochmal den Tag genießen und dann geht es aber schon in Richtung St. Pauli. Ich sehe uns jetzt nicht als Gejagten, sondern wir wollen schon noch auch Jäger sein. Ja, habe ich was vergessen? Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich glaube nicht. Ja, ich bin sehr glücklich. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe ein schönes T-Shirt an. Bin Frankenmeister mit meinen Jungs.